Hier kommt Ihre Frage, Kandidat. Armin. Ja, Armin. Armin. So ein Gesicht, das sieht ja voll motivierend aus. Man geht morgens zur Arbeit, der Chef empfängt einen mit so einem Gesicht. Natürlich heißt der Chef Armin. Da will man ihn doch so gern die Fresse polieren. Ah, was halten Sie davon? Und was ist er vom Beruf? Moderator von Millionär. Das berühmteste Buch von Antoine-Marie Roger Graf, The Saint-Exupéry, heißt Der kleine Prinz, Der junge Graf, Der alte König oder Der neue Fürst. Der kleine Prinz klingt auch wieder so pervers. Ich habe eben gerade erst gelesen, anstatt Der neue Fürst, Der neue Fist. Drei Joker. Der neue Fist jetzt noch härter. Obwohl, ich habe auch einen kleinen Prinz, der bewacht meine Kronjuwelen. Mhm. Kleine Prinzenrolle da. Weißt du, wie sich die Folge nennen wird? Frühlingsrolle. Ich weiß gar nicht, wie lang die wird. Ich glaube, die wird sehr lang und die wird sich nennen Wolf dreht durch. Ich habe mal mein Hirn zum Fenster rausgeworfen. Da draußen liegt es noch. Ich glaube, die Katzen machen sich gerade drüber her. Oh, fuck, Alter. Nee, da kommt der Fuchs von nebenan. Oh, er hat das Hirn mitgenommen. Tschüss. Oh. Hey, hinter unserem Haus ist ein Wald. Und da kam auch schon ein Fuchs nach unten, also. Ja, was uns wieder zu der Frage bringt. Was, der kleine Fuchs? Der kleine Prinz? Ja. Yeah. Also es könnte der kleine Prinz. Was hältst du denn vom kleinen Prinzen, Leifors? Ja, keine Ahnung. Könnte auch ein kleiner. Der kleine Prinz kenne ich nur vom Namen her, aber. Ich glaube, das ist ein Kinderbuch, oder? Ich glaube. Naja, es könnte auch ein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf der Bank. Und der kleine Prinz sitzt sich drauf. Ich glaube, vom kleinen Prinzen gab es aber auch eine Serie, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Jetzt mein Ernst, ich glaube, davon gab es ein Kinderbuch, ich glaube, davon gibt es ein Hörspiel und ich glaube, davon gibt es eine Serie. Und ein Porno bestimmt auch. Die Schnauze. Der kleine Das ist mein Bitte. Text. Ich bin zu verrückt heute. Okay. Dann der ist ja der kleine Wichsprinz. Okay. Hallo? Aber der Prinz wird ganz schnell erwachsen, sobald er Sakuya zu Gesicht bekommt. Dann wird er zum alten König. Ja. dann will er es aber ordentlich. Oh Gott, Alter, diese Bilder. Weil zuerst ist er ein kleiner Prinz, aber dann mit der Zeit wird er zum jungen Graf und sobald er Sakuya sieht, wird er zum neuen Fürst, der neu fisten will und dann später, wenn er ausgeleitet ist, ist er nur noch ein alter König. Oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Leute ich jetzt mit dieser bildlichen Vorstellung vergraule. Also eine Sache kann ich mir jetzt schon mal definitiv sagen. Vor allem, ich hab auch weltliche Zuschauer, scheiße. Wenn ich mal kurz eine Sache sagen darf, ne? Ich glaube, Final Level Gamer, der wird das besonders lieben. Ich glaube, der wird sich so beömmeln vor Lachen, ey. Ich glaube, der spätestens jetzt auf den Stuhl gekippt. Was uns aber immer noch nicht die Frage beantwortet. Ich kann es mir schon vorstellen. Der sitzt da und lacht und lacht. Scheiße. Ich rufe gleich mal die Irrenanstalt. Dann kommen sie ich hab mich nicht mehr an. Und geben ihm dann eine Spritze, auf der drin steht. So nach dem Motto. Die irre geile Spritze. Steht doch so. Oh, Leute hier. Mein Hirn. Wenn ich jetzt meinen Kopf zur Seite neige, dann schwappt mir mein Hirn aus den Ohren raus. So zerlaufen ist das schon hier. Ey, gar nicht mehr. Ich krieg keine Luft. Dann hol den kleinen Prinzen raus. Moment. Jetzt mal. Oh, wieder ganz nüchtern. Oh. Warst du überhaupt je nüchtern?
Alter. Der Fürst der Dunkelheit. Los jetzt hier, wer ist denn überhaupt von Armin? Ruf mal den Dirty Dirk an, wer weiß sowas. Leute, ganz im Ernst, ich bin gerade so am Heulen, ich sehe kaum noch was, weil meine Augen so brennen voll lauter Weinen. Und wer ist schuld? Du selber. Ja, leider. Der kleine Prinz ist schuld. Also, was ich sagen wollte, ich wette, Fein hat sich hier jetzt so halb tot gelacht, der ist bestimmt schon lang 20 Mal vom Stuhl gekippt. Das Ganze, aber ich würde mal eher sagen 2000 Mal bei den ganzen Scheiß, den wir hier labern. Oh Gott, oh, meine Augen brennen wie Hölle. Ich hatte einen ultimativen Lachflash und ich sehe kaum noch was, weil meine Augen sind total wässrig vor lauter Heulen und Weinen und Lachen und oh Gott. Ja, das Kompetenzteam der Emotion. Ja, okay, jetzt mal wieder ganz ernst. So, keiner von euch kennt die Antwort. Nein. Ruf dann Dirk an. Also, wie gesagt, ich, den kleinen Prinzen, der sagt mir was, aber... Das glaube ich. Nein, nicht jetzt das, was du denkst, Hedy. Ja, ich weiß, es ist ein Kindermärchen, glaube ich. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Märchen wirklich ist, aber es ist ein Kinderbuch. Und eine Serie ist es, glaube ich. Und ja, eben Hörspiel. Und vorne dazu. Okay, rufen wir Dirty Dirk mit seinem kleinen Prinzen an, oder wie? Mit seiner kleinen Prinzenrolle. Ja. Jetzt ruf ihn an! Und wenn er jetzt nicht dran geht, bin ich beleidigt. Mir ist jetzt auch kurz schlecht geworden, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Vor Lachen. Oh, ist gar nicht weh. Mir tut's der Bauch weh. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass ich verrecke. Ja, bitte. Eine Frau. Hallo, Dagmar. Dagmar. So eine alte Schrapnelle, ey. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Dagmar vor allem. Ein Freund von Ihnen, er braucht Ihre Hilfe bei der... Los, Dagmar, sag mal. Frage. Dagmar, sag mal. Ich bin bereit. Aber Moment mal, haben wir den nicht das Riegel ein? Nee. Machen Sie jetzt bloß keinen Fehler. Nee. Ich fürchte, da muss ich tut der Bauch. Ruhig. Tja, tut was? Mir leid. Die hat aufgelegt. Das hilft Ihnen nicht. Was für eine Schlampe? Sie müssen die Frage nicht beantworten. Was hat sie denn gesagt? Ich habe sie nicht verstanden. Ich glaube, ja, ich passe oder irgend sowas. Was für eine Ziege, ey. Der hat aufgelegt, der hat nichts gesagt, der olle Fotze. Ja, Armin, was hast du dir da für ein Vibe ausgesucht? Ey, was für eine Schlampe. Boah, Armin, nimm mal deine kleine Prinzenrolle und nudel sie. Den Cockslap hier erstmal. Die ist heute Nacht nicht zum Schuss gekommen, deswegen hat sie aufgegeben, ganz klar. Oh Gott. Ja, echt mal, das... Guckt euch Dagmar an, die ist bestimmt potthässlich wie Sau, kommt nie zum Schuss. Die hat bestimmt schon seit 50 Jahren keinen Sex mehr gehabt, keinen richtig harten. Richtig harten? Ey, also das ist jetzt echt Joker-Verschwendung, olle Funzel. Ja. Ja, dann nimm mal ein Publikum hier. Die und, kennen sich aus. Und nein, das ist nicht frauenfeindlich, was ich sage, weil Dagmar ist keine Frau, Dagmar ist eine Schlampe. Ich bezeichne eine Frau nicht als Schlampe. Also den Publikumsjoker. Aber Dagmar ist da eine. Überraschen. Die ist bestimmt zum Zwitter. Ein Hermaphrodit. Ja, doch, der kleine Prinz. Und? Schließen Sie sich der Meinung der Zuschauer an? Das habe ich natürlich gewusst. Vor allem das berühmte Buch. Es wurde nie genannt, welches Buch. Es könnte ein Kinderbuch sein. Wir sind die allergrößten Dummtrottel der Welt. Oh Gott. Nimm es jetzt, endlich. Ich will die Frage hier nicht mal sehen. Ja. Wollen Sie es wirklich riskieren? Ja, das... Oh, mega Fail. Vor lauter Lachen. Oh Gott. Ja klar, der kleine Prinz ist ein Kinderbuch. Warum habe ich nicht dran gedacht? Und hier haben wir den momentanen Spielstand. Hilfe, ey. Oh Gott. Egal, jetzt ist der Wolf dran. Ey, da dauert auch wirklich eine Runde eine Stunde, oder was? Eine Runde eine Stunde. 200 Euro. Genau. Und wer schuld? Du. Dagmar. Welche Schauspielerin heiratete der Playboy Gunther Sachs im Jahr 1966? Oh. Uschi Das, Brigitte Bardot, Liz Taylor, Heidi Kabel. Heidi Kabel, ja. Lassen Sie sich Zeit. Sie können immer noch den Freund anrufen oder mit dem 50-50-Joker versuchen. Wahrscheinlich hat dieser Playboy bei Heidi ein Kabel verlegt. Also würde es Sinn ergeben. Ein Rohr, meinst du wohl? Nee, dieser Playboy hat bestimmt nur ein Kabel. Der hat kein Rohr. Der hat so einen kleinen und so einen dünnen. Das ist ein Kabel, ganz klar.
Wenn du das sagst? Nee, ich habe keinen Plan. Okay, Sie setzen den Telefon. Bitte ruf nicht Dagmar an. Los, Dieter, Dirk. Dieter Bohlen. Dirty Dirk weiß das. Dagmar, die enttäuscht mich aber auch ganz alleine. Ja, Dirty Dagmar. Also irgendwie sind alle Leute hier dirty. Guten Abend, Frau. Daniela. Daniela schon wieder. Millionär. Daniela. Ihr Freund knabbert die weiß momentan das an der 200-Euro-Frage. Ey, die ist so scharf auf mich. Sicher, ich aber nicht auf sie. Ja, los, schießen Sie los. Genau. Hier ist die Frage. Ich will nicht meine Ruhe bei ihr verlegen. Antwort ist richtig. Irgendwie klingen alle vier plausibel. Bitte. Ruhig. Liz Taylor war ja schon mit halb Hollywood verheiratet. Aber mit Gunther Sachs? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich tippe eher auf Brigitte Bardot. Allerdings würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Klar. Das war's, Daniela. Danke für Ihre Hilfe. Na, hilft Ihnen das weiter? Was sagt sie? So. Sie sagt, Liz Taylor war schon mit halb Hollywood verheiratet. Sie würde schätzen Brigitte Bardot, aber sie würde nicht ihre Hand dafür ins Feuer legen. Brigitte Bardot. Okay. Oh. Okay, da bei ihr schon ein Kabel verlegt wurde, nehme ich mal an, dass sie es nicht ist. Wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück. Möchten Sie Ihre Meinung was? Noch ändern? Oh, oh, oh. So wie ich drauf bin, gibt es kein Oh, oh, oh. 200 Euro. Da gibt es ja ein Yes, yes, yes. Yes, we can. Und damit meine ich nicht diesen Daniel Bryan-Scheiß-Typ. Ich hasse Daniel Bryan, echt so ein Arschloch. Hä? Kaum zu glauben, dass der Schüler von Shawn Michaels war. Ja, echt. 200 Euro, der Typ ist so lame. Den gehört beantworten. Wie nennt man den stärksten Hirsch in einem Revier? Kuhchef, Alpha-Bulle, Platzhirsch oder Obermacker? Der kriegt natürlich wieder die leichten Fragen. Oh. Ist nicht Platzhirsch. Wahr. Kuhchef, das ist auch lassen geil. Sie sich Zeit. Alpha-Bulle. Sie haben noch alle drei Joker. Der Platzhirsch. Joker, am liebsten würde ich ja jetzt nochmal Dirty Dirk anrufen. Der hat so leichte Fragen, ich glaube es nicht. Ja, Platzhirsch ist, wenn man eine Handgranate in den Arsch eines Hirsches steckt und die explodiert, dann ist er geplatzt. Obermacker ist ein Angeber, also ich. Kuhchef, ja, das ist sozusagen der Küchenchef. Und Alpha-Bulle, ja, würde nur der Alpha-Bulle übrig bleiben. Ah, das ist bestimmt so ein Polizist, der sich auf die Mütze so ein Alpha-Zeichen raufgekritzelt hat. Ich will aber trotzdem Dirty Dirk an. Ey, du stehst auf dir, gib's zu. Ja, ist der ist so dickgeil heute. Oder der Dagmar. Ich will einfach wissen, was sie führt sagt. Man sie nicht also, einen falschen also wurde zwar nichts mit der Challenge, aber dafür was anderes Lustiges. Gott. Ich will einfach wissen, was sie sagt. So, wer geht dran? Ja, hallo? Paul. Paul. Wer wird Millionär? Oh nein! Zuversicht pur. Mir fast schon gedacht, das war ja auch so ein Intelligenzresistenter. Ich gerade an der 200-Euro-Frage. Resistent gegen Intelligenz. Ihre Hilfe kommt er nicht weiter. Ja. Echt zum Mick Foley, Daumen nach oben. Okay, Paul, bringen wir es hinter uns. Verraten bringen wir es hinter uns. Welche der vier Antworten richtig ist? So, Schnauze. Wie wird man den stärksten Hirsch im Revier wohl nennen? Na, hat's geklingelt? Genau, Platzhirsch. Wie denn sonst? Alles klar. Danke. Laut Paul ist Antwort na, wie wird man den stärksten Hirsch im Revier wohl nennen? Na, hat's geklingelt? Richtig, Platzhirsch. Was denn sonst? Der Typ ist so ein Angeber. Ich steck den in der Hand gerade in den Arsch. Ja, wenn Paul, ne, dem vertraue ich doch mal. Ja, ich meine, hat er schon drei Fragen falsch gehabt. Ich will jetzt, dass Paul recht hat. Und wenn er jetzt wieder falsch hat, was willst du denn machen? Eine Arschgranate? Arschgranate. Ja, genau, Handgranate. Ich will jetzt einen Platz hier. Paul muss an die Macht. Vote for Paul. Vote for Paul for President. Sind Sie ganz Paul sicher? Weiß alles. Sehr schön. Aber, 200 Euro. Aber eine Handgranate in den Arsch schieben, das ist eine Arschgranate, ganz klar. Ja. Da ist aber die Rosette zerfetzt. Meine Witze sind heute wieder so unglaublich flach.
Noch 13 wie meine Titten. Ups, ich bin ja keine Frau. Ist logisch, dass die flach sind. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Oh Gott, ich glaube, es wäre etwas fehlerhaft, wenn ich Titten hätte. Der Wolf hat keine Holzvorlöte. Hm? Achso. Ich bezeichnet man Schulen mit sehr geringer Schülerzahl. Trottel. Fischmähenschulen, Bonsai-Schulen, Flohschulen, lassen Sie sich Zeit. Sie können immer noch einen Freund anrufen oder mit dem Fischi-Joker Ihr Glück versuchen. Ups. Was sind denn Pigmen? Das sind richtig kleinwüchsige da. Lilliputaner-Schulen. Ja, sowas ähnlich. Wie gesagt, ich nehme gerade kein Blatt vom Mund. Ich meine, da haben wir fast 5 im Haus. Oh mein fucking Gott. Oder so wegen euch beiden Verrückten. Kannst du glauben, aber dieses einzelne Video hier ist fast 3 Stunden lang. Und ich muss die anderen von davor auch noch zusammenschneiden. Das macht so viel Spaß, ich würde am liebsten nie wieder aufhören. Ja, Kompetenz braucht halt viel Sendezeit. Kompetenz braucht halt Intelligenz und das haben wir nicht. Also. Tja, hier. Nährbodenintelligenz. Ja, ich glaube, wenn man bei uns was anpflanzen würde, das würde innerhalb von wenigen Sekunden verrecken. Das wäre dann wieder so ein Schlagbaum. Ja. Alter, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich werde jetzt auch mal jemanden anrufen. Ruf den Paul an. Nö, ich rufe die Dirk an. Nee, Armin. Armin. Ja. Du hörst die Dirk, wer weiß das. Oder Daniela, dann kommt sie so live vor. Ein Versuch ist es in jedem Fall wert. Ich werde dich töten. Eigentlich sagt sie ja Miss. Ja, wer ist dran? Moment. Hallo Dagmar. Oh. Willkommen bei Wer wird Millionär? Dagmar. Die alte Brezel, ey. Ihr Freund knabbert momentan an der 200-Euro-Frage. Eine ziemlich gefragte Frau. Ich bin sicher, dass sie ihm weiterhelfen kann. Ich meine, sie sieht zwar hässlich aus als Angela Merkel, aber... Da hat wohl jeder die Nummer von der, oder? Was, von Angela Merkel? Nee, von Dagmar. Naja, wer weiß, wie viele Leute Angela Merkel drüber gelassen hat. Moment, ruhig, ruhig. In Schulen mit sehr geringer Schülerzahl. Da kann ich nur raten. Vielleicht Zwergschulen? Das klingt doch ganz plausibel, oder? Puh, da kann ich nur raten. Vielleicht Zwergschulen? Das klingt doch ganz plausibel. Also, Dagmar hat echt keinen Plan von nix. Na, ganz gut. Der hat keinen Plan vom Leben. Die ist bestimmt irgendwo in Afrika zu Hause. Die kommt bei Wer wird Millionär auch nur bis zu 200 Euro Frage, so wie wir. Die wohnt bestimmt in so einem Haus, das aus Scheiße gebaut wurde. Ganz ernst. Ganz im Ernst. Was können wir noch in Afrika? Komm schon, vertraue Agmar, genau. Dagmar mit Agne. Rot und Lehm. Ja, das weiß ich, deswegen habe ich gesagt. Ich nehme den 50-50 Joker, bitte. Du vertraust dir nicht. Ich traue dir nicht. Warum? Dagmar hat's drauf. Die ist doch so unglaublich kompetent, die Frau. Ein wenig ein. Computer, bitte lösche 2 falsche Antworten. Er vertraut nicht in das weibliche Geschlecht. Naja, Dagmar ist weder männlich noch weiblich. Na klasse, jetzt habe ich keine andere Wahl. Du musst deiner Frau vertrauen. Ich weiß, das ist hart für dich. Der Mann, schon gern. Ich nehme die Zwergschule. Der Mann will immer alles deinem Spatzel. Was? Sein Schwanzel? Sein Spatzel. Sein Spätzchen. Du weißt aber schon, dass Spatzel ein Begriff für, du weißt schon, ist für ein ziemlich kleines, gutes Stück der Männer. Was? Kennst du das nicht? Vielleicht. Say what? Oder besser gesagt, so ein kindlicher Ausdruck dafür. Okay, aber euch. Letztes Wort. Kennst du das nicht? Spatzel. Ach. Kennst du das echt nicht? Ja, aber ihr seid ja so pervers da hier. Ja. Wenn alles so sind wie der Wolf. Jeder Österreicher besitzt eine Pornosammlung mit mindestens 30 Hentais. Mhm. Ja, das ist so. Da bin ich ein Einzelfall, denn ich habe keinen. Ja, von wegen auch. 200 Euro. Ganze Männerplatte hat er richtig beantworten. Was, Männerplatte? Ja, mit richtig nur Pornos. Hatte ich das jetzt geschafft oder nicht? Ja. Schon wieder Elvis Presley. Was haben die mit Elvis? Echt, die sind so Elvis geil, die Typen. Die Entwickler. Das ist eine Lifehorse-Frage. Die dachten sich so, boah, Elvis Schmalzlocke, boah, die macht mich an. Elvis Presley. Sieht aus wie eine sieht aus, als ob man eine Schaumrolle auf dem Kopf trägt. Eine Schmalzlocke. Nee, eine Schaumrolle, kannst du das nicht? Jetzt mach die Frage. Wer ist denn auch dran? Armin. Achso, Armin, ja. 1958 lag die Karriere von Elvis Presley auf Eis, denn er kam vorübergehend
Ah, ich glaube, ich weiß schon. Abhanden. Ganz klar. Elvis kam abhanden. Logisch. Lost. Ich glaube nämlich, dass Elvis in Stimmbruch kam. Entweder Gefängnis oder Stimmbruch, aber ich glaube, es war Stimmbruch. Ich weiß nicht, ob das zu dieser Jahreszeit, genau. Ich weiß nicht, ob das zu dem Jahr war, aber ich weiß, dass Elvis mal, als er die Karriere anfing, dass er dann in Stimmbruch kam. Aber ob die Karriere dann wirklich auf Eis gelegt wurde und ob das in dem Jahr war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er mal einen Stimmbruch hatte und deswegen seine Karriere darunter gelitten hat. Dann mach doch den 50-50, das soll ihr Armin. Oder ich gehe einfach gnadenlos auf Stimmbruch. Ich meine, dann ist Armin dir böse. Na und scheiß drauf, Armin hat mich ja auch ins Verderben geritten. Wäre nur fair, wenn ich das jetzt auch... Wortwörtlich. Stimmt ja. Ich meine, hallo, es ist Armin. Dann hat er 0 Euro, kann er seine Pornosammlung nicht erweitern. Was will er schon machen? Ja, ganz im Ernst, Armin. Ja. Letztes Wort? Soll ich? Ja, nein, vielleicht. Sie haben die Wahl. Ach. Bitte stützen Sie sich von der nächsten Brücke. Danke. Also, ja, nein? Ja, dann nimm deinen Kram, ne? Ja, da, Armin. Hast du davon, wenn du verkackst. Oh nein, was machen Sie denn? Er kam abhanden. Das ist für mich die Plausibilität. Gefängnis, oder? Antwort C wäre richtig. Was? Geil, genau das, was ich mir dann gedacht habe. Seit wann war der bei der Armee? Werfen wir rasch einen Blick. Französische Fremdenlegion, oder was? Armin, hau ab. Das Witzige an der Geschichte ist, dass ich auch davon gehört habe, dass der zur Armee gegangen ist. Hä? Der Stimmbruch. Habe ich noch nie was davon gehört. Seit wann war der bei der Armee? Das weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass er bei der Armee war. Weißt aber du? Aber auch nur für kurze Zeit. Weißt du überhaupt, was eine Waffe ist? Darf ich? Natürlich. Ich Sie weiß, wahrscheinlich hätte er Waffe wie so ein Mikrofon, weil er denkt, er kann jetzt ziehen und dann drückt er den Abzug und bam. So ist er gestorben, ganz klar. Genau. Nein. Jetzt bist du dran. In welchem Film zieht Dustin Hoffmann Frauenkleider an? Oh nein, es ist Vito. Dann kennt wahrscheinlich keiner Rain Man, Toasty, Miss Doublefire, Dopedfire, die Reife prüft. Nur zur Information, Vito ist auch ein ehemaliger WWE-Superstar, der mit Frauenkleidern gewrestelt hat. Und ganz im Ernst, was der als Finishing Move drauf hatte, das war so erbärmlich. Weil den sein Finishing Move war, dass er den Kontrahenten genommen hat und ihn quasi dazu gezwungen hat, dann seinen Sack zu lutschen. Da würde jeder aufgeben. Natürlich war das dann alles. Das ist, glaube ich, wieder irgendein Porno, den er meint oder so. Ja, weil World Wrestling Entertainment auch ein Porno ist. Ja. Wahrscheinlich. Wie wächst. Everyone? Keine Ahnung. World Wix Entertainment. So sieht's nämlich aus. Ja, deswegen sind da auch so viele Frauen. Aha. Aber ich habe keine Ahnung, wer das den Hoffmann ist. Ich habe keine Ahnung, welche Frauenkleider gemeint sind. Vielleicht war es nur ein Schottenrock. Ist zwar kein Frauenkleid, aber naja. Ja, bei Miss Doubtfire, da war ja dieser Verstorbene. Wie hieß der? Robin Williams oder so? War der das nicht? Bei Miss Doubtfire? Keine Ahnung. Die Reifeprüfung, keine Ahnung. Also ich kenne keinen der Filme. Also ich kenne sie alle vom Namen her, aber ich habe noch keinen der Filme gesehen. Ja, dann nimm deinen letzten Joker. Und was bringt mir das? Nicht ja, wenn Miss Doubtfire übrig bleibt, dann weißt du, dass es nicht ist. Weil das war ja Robin Williams, glaube ich. Ja. Ach, wisst ihr was, einfach so aus Spaß. Verabschieden wir uns also von zwei falschen. Ich habe sowieso null Plan. Erleichtert Ihnen das die Entscheidung? Das ist wahr. So, zack, einfach so. Sicher? Tut sie? Wie gesagt, kein Plan. Ich habe einfach mal... Geil. Ich habe einfach mal so auf gut Glück gemacht. Ich habe nicht mal richtig nachgedacht. Wie schon von Anfang an des Videos. Aber zuerst... Wie wir alle. Die Würde, die ist, glaube ich, schon lange weg. Die ist schon ein paar Kilometer entfernt. Woran... Oh Gott. Woran hing das Damoklesschwert? Ach so, daher Gramokles. Jetzt weiß ich wenigstens dieses beschissene Pokémon, das aussieht wie ein Schwert. Jetzt weiß ich's nämlich. Ich dachte, ich glaube die ganze Zeit, warum Gramokles, warum Schwert, aber jetzt weiß ich's wenigstens. Kronleuchter, Pferder, nagelgoldenes Seil. Na, dann kenne ich natürlich auch die Antwort. Oh.
Kennst du dieses beschissene Pokémon Damokles? Natürlich nicht. Na gut. Es sieht hässlich aus. Was war nochmal dieses Kackschwert? Naja, ein Pokémon mit zwei Augen? Jetzt hätte ich das Pokémon da. Pferdehaar? Wieso Pferdehaar? Vielleicht hat das Schwert einen Pferdeschwanz? Vielleicht war es so leicht. 3 Stunden, ja. Yeah. Das ist an einem Pferdehaar. Das Video ist übrigens 3 Stunden lang, aber ich werde sowieso zurechtschneiden. Kronleuchter, Nagel. Da wirst du lange dran arbeiten. Werde ich nicht. Goldenes, also ich irgendwie reizt mich Pferdehaar. Weiß ich nicht. Stellen wir uns mal als bildlich vor. Da hängt ein Kronleuchter an der Decke und daran hängt ein Schwert. Wenn der runterfällt, ist man tot. Da hängt ein Schwert befestigt mit Pferdehaar an der Decke. Wenn das runterfällt, ist man tot. Da ist ein Schwert an die Decke genagelt. Wenn der Nagel runterfällt, das Schwert fällt runter, man ist tot. Da hängt ein Schwert an einem goldenen Seil. Wenn der Knoten sich löst, fällt das Schwert nach unten, man ist tot. Also eine Lose-Lose-Situation. Du kannst gar nicht gewinnen. Gib am besten gleich auf. Ich bin so unglaublich kreativ heute. Immer das Publikum. Irgendwie reizt mich das mit dem Pferdehaar, aber keine Ahnung. Tut mir leid, ich kann es nicht nehmen, die sind alle so weit weg. Nimm sie durch, los. Okay, natürlich nur die Frauen, nur ihre Möps. Okay, befragen wir das Publikum. Hallo. Mal sehen, ob ihnen. Na gut, jetzt aber daneben zwischen die Beine. Das, hallo. Da hängt wenigstens nichts Störendes herum. Aha, das ist eine überwältigende Mehrheit für Antwort B. Ja, dann nimm das Pferdehaar. Ja, ich würde sagen, natürlich. Das ist eindeutig. Jeder Mann hat ja ein Gramokles-Schwert zwischen den Beinen und daneben natürlich auch Pferdehaar. Sind Sie ganz sicher? Das ergibt Sinn. Aber nur auf dem Bauernhof. Ja, naja, nicht jedermann kann von sich behaupten, ein goldenes Seil zwischen den Beinen zu haben. Aber ein kleiner Nagel. Obwohl doch, wenn Goldleckchen ein Mann wäre, dann schon. Es geht weiter. So, jetzt ist erstmal Leihfrost. Obwohl, die Frauen haben ja auch Intimbehaarung. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier kommt die 300-Euro-Frage. Wie heißt die Trophäe, die alljährlich... Du immer mit deinen Sportfragen. Kann ich doch nichts für. Wie heißt die Trophäe, die alljährlich an den Meister der NHL vergeben wird? Das Witzige daran ist, ich weiß die Antwort sogar. Stanley Cup, Rossi Cup, Kiwi Cup, Piers Cup. Ich glaube Stanley Cup, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und wenn ich mich nicht irre, ist die NHL die National Hockey League. Mhm. Ja. Und davon haben wir sogar mehrere Spiele. Ein Nintendo 64 Spiel und mindestens 2 Xbox 360 Spiele. Schön, das interessiert mich aber gerade nicht. Ja, da gibt's... Alte Klatschbase hier. Da gibt's übrigens mehrere Teams. Und eins dieses Teams, das ist mein Hauptteam, das sind die Senatoren. Und da spielt so ein Typ, der Alfredson heißt mit. Mit dem bin ich immer voll geil. Da mache ich immer so Alfredson und bam, Tor. Aber und was sollen wir das bitte bei der Frage helfen? Ganz einfach. Der Cup, den man da gewinnen kann, ist der Stanley Cup. 300 Euro. Das soll dir dabei helfen. Hättest ja, danke, mal auf, Wolf, dass du ihn die Frage beantwortet hast. Hättest mal auf mich gehört. Und hier haben wir den wo ich noch nie mal eben Spielstand. Gesagt habe, dass ich das nehme, aber danke. Das Kandidat 1. Tja, ein bisschen fair muss man auch sein. Nur noch eine Frage, dann haben Sie 500 Euro sicher. Ich will wenigstens die 500 Euro haben. Ein netter Puffbesuch von 2 Minuten. Das Turnteleskop zur Sonnenbeobachtung in Potsdam heißt... Potsdam. Ja, Potsdam, wie auch immer. Potsdam eben. Nicht Post. Bauchdamm, so. Einsteinturm, 2-Block-Turm, 3-Kammer-Turm, 4-Fach-Turm. Entweder heißt der Einsteinturm wegen Einstein oder als 3-Kammer-Turm. Weil ich weiß, dass es einen 3-Kammer-Turm gibt. Ich weiß nur nicht, wo der steht. Bevor Sie antworten. Auf jeden Fall, die beiden klingen unrealistisch. Aber Sonnenbeobachtung, das klingt auch so wissenschaftlich. Und Einstein hat ja auch was mit Wissenschaft zu tun, genau. Mit Wissenschaft. Ich meine, Einstein ist unglaublich intelligent. Man merkt es, wie so ein kleines Kind jedem die Zunge zeigt und dadurch fotografiert wird. Und dadurch aussieht wie ein totaler Volldepp. Aber er ist ein Intelligenzbolzen.